Hallo, meine Revanche-Kampf-gewinnenden Aesop-Freunde und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Röntgen hier. Punch Club 2. Wir sind jetzt in den Vorbereitungen dafür, dass wir wieder in den Kampf reingehen gegen Priest. Diesmal so. Wir wollen in den Kampf gegen Priest reingehen. Haben jetzt letztens nochmal gut Punkte gemacht. Sind jetzt hier bei... Na gut, hier können wir leider nichts machen gerade. Das ist unser Problem. Könnten, glaube ich, am Anfang ein paar Punkte noch ausgeben, damit wir sie nicht ganz komplett verhindern. Aber haben jetzt hier das Problem, dass wir hier nicht weitermachen können. Auch hier können wir jetzt keine Investitionen tätigen, weil uns die Punkte fehlen. Uns fehlen wirklich noch ein paar GP, hier unsere Gutmensch-Punkte fehlen uns gerade so ein bisschen. Problem ist, wenn wir jetzt den Kampf verlieren, sind die wieder weg. Sind die wieder weg. Aber was wir noch machen könnten, wäre uns ein bisschen weiter aufbauen. Wir sind ja jetzt ja noch immer bei 27. Wir könnten uns jetzt heute eigentlich noch gut ein bisschen hinsetzen, die einfach noch weiter trainieren. Wir sind ja immer noch dabei. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt unser Hauptziel heute bis zum Kampf. Es sind ja nur noch 12 Stunden. Wir sind jetzt einfach so ein bisschen zum Ende hin vorbereiten, dass wir in den Kampf dann hineingehen. Voll aufgeballert, voll vorbereitet, voll tippitoppeli. Und dann gucken wir mal, was uns dann als nächstes erwartet. Jetzt muss ich halt nur noch überlegen gerade. Ich habe ja jetzt das alles fertig. Wie sieht es denn aus mit Mamfi gerade? Ich könnte auch einfach den hinein und den hinein. So, jetzt haben wir noch 5 Stunden. Jetzt gehen wir nochmal eine Runde pennen. Wir müssen ja auch da wieder. Wir müssen ja trotzdem, auch wenn dieses Couch-Pennen ist so... ich weiß nicht. Ja, wir pennen uns jetzt erstmal so schön zurecht, dass wir wieder fit sind. Haben wir noch eine Stunde und 10 haben wir. Dann gehen wir hier nochmal einfach einen kleinen Schnabla-Ramska machen und dann haben wir noch 55 Minuten. Das muss ich halt überlegen. Wobei 55 Minuten ist ja eigentlich egal. Wir können jetzt sagen zum Bleistift. Hier, wir bleiben mal hier, gehen nochmal eine Runde ein Seil springen und dann hauen wir uns nochmal ganz kurz hin und machen das dann nochmal gleich fertig. Sobald dann nämlich Infight ist. So, jetzt können wir wieder in den Kampf gehen und jetzt ruhen wir uns erstmal aus. Das ist euch mal aufgefallen, dass wir jetzt eigentlich jedes Mal zur neuen Folge gehen wir in den Kampf hinein, ne? So, wollen wir gleich, ich glaube, wir machen das gleich. Ne? Wir gehen vorher aber nochmal schön einkaufen. Wir haben 3800 Ocken, das ist erstmal jetzt nicht so schlimm. Da können wir jetzt erstmal einkaufen gehen. Machst du hier einmal voll, dann machst du hier einmal voll. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Dann würde ich hier nochmal zu Bobos farmen. Ich fand bis jetzt, Bobos Dinger sind bis jetzt das Beste, was du dir holen kannst. So, vom Ausgleich her, also die Sandwich Dinger und Kuh ist wirklich halt sehr gut gemacht hier. 2, 1, fertig. So, dann würde ich sagen, hutsch schon mal wieder zurück nach Hause und dann gehen wir den Kampf. Ich habe noch keine Ahnung, ob wir überhaupt eine Chance dagegen haben. So, auf gegen Priest. So. Die macht halt eher, da trotzdem macht sie halt schon gut Schaden, ne? Die geht halt zweimal mit fetten Schaden rein und fetter Energie. Guck mal, ihr MAEG macht 1922, meiner macht 2223. Hä? Krass, die hat nur auf 7 Stärke und macht fast so viel Schaden wie wir. Das ist krass. Die macht nur zurückfallen. Okay. Krass. Im Endeffekt könnten wir eigentlich bei ihr voll auf die Dings gehen, ne? Wir könnten bei ihr eigentlich volle Kanne. Wenn wir jetzt auch auf wenn wir jetzt nochmal auf zurückfallen gehen. So. In der Folge verliert der Gegner eine Initiative, das und der verringert die gegnerische Energie. Versuchen wir es mal. Wir werden mal sehen, ob das was bringt. So. Jetzt ist sie schon leer. Wow. Sehr gut. Okay, das ist... Wow, in der ersten Runde. Okay. Also, da wir halt die besseren Stats haben, ist klar, dass wir hier natürlich bessere Karten jetzt hatten. Was aber auch gut ist, jetzt haben wir nämlich eine Menge Punkte bekommen und die müssen wir auch investieren, bevor wir sie wieder verlieren. Guck mal, was interessant ist, wir sind dem Windstoß haben wir ausgesetzt und sind jetzt schon beim Wirbelsturm.
Dadurch haben wir da schon den Vorteil. Von 80% zurück. Kostet mich aber dann ein bisschen zu viel. Ist auch geil. Reflektiert. Der ist ja nochmal einen Zacken krasser als... warte mal, wo haben wir denn den anderen? Genau. Nee, hä? Warte mal, sie hat doch jetzt gerade mit dem einen gearbeitet, den ich auch gearbeitet habe. Wo ist denn der jetzt dahin? Genau, zurückfallen hat sie gearbeitet. Und das ist dann Kreuz. Ausweichen 40% Schaden. Und du kehrst doch zurück. Nachbilder, das ist doppelt. Gute Chance, dass du ausweichst. Der hier ist zum Beispiel auch gar nicht schlecht, ne? 12 und 14. Geblockte Angriffe haben wir aber nicht. Der ist eigentlich nur gut, wenn wir auf Blocken mit rübergehen. Wo wollte ich eigentlich rein? Den wollte ich, ne? Zum Ort Zogari, weil wir haben ja jetzt noch den Maegiri 22, 23 und der 22, 25. Damit kommen wir nämlich in die nächste Liga rein. Das sollten wir, glaube ich, auch machen. Usumaegiri, geblocktes Chakra. Hier hast du ihr Fingerschlag direkt zwischen die Rippen. Der hier war genau das hier, ne? Aber der kostet mich dann halt natürlich 2. 22, 23, aber der geht dann auf jeden Fall auf 22, 25. Da haben wir nochmal 3 Schaden mehr. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Es ist immer so, weil wir nicht so viele Punkte davon haben. Und weil wir bei der Polizei nicht sind, kriegen wir nicht die Punkte nach. Also der Vorteil bei der Polizei ist, dass du die Punkte nachkriegst. Ein Schlag mit zerstörerischer Kraft, effektiv des gegnerischen Blocks wird um 30... Oh, warte mal, der ist eigentlich gut gegen Block. Warte. Jetzt müssen wir wirklich gucken. Ja, okay, kämpfen wir gegen Kuma. Okay, Kuma hat wieder das Ding, wo der richtig volle Bolle... Bam, 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 bam. Je stärker du bist, desto ineffektiver sind die Blocks des Gegners. Angriffsmodifikator... Ja, hier musst du halt recht schnell rein. Bei dem müssen wir recht schnell rein. Der geht halt voller Kanne auf Stärke. Richtig Ballast rein. Und genau, und dann war aber, danach haben wir den noch, genau, und der hat hier mit der Schildkrötenheilung, genau, da hast du nämlich wieder mit diesem Block zu kämpfen. Okay, aber eigentlich brauche ich... Ja, das ist halt immer so ein Problem, du musst halt überlegen, was macht Sinn. Ich glaube, ich kriege auch nicht alle 100, 200, 300. Dann bist du schon über 400 drüber. Siehst du, da hast du den schon nicht mehr. Aber es geht jetzt gerade nicht, weil ich würde lieber den Otsugari gegen den anderen noch nehmen. Wenn ich den gewinnen sollte, kann ich das andere Ding holen. Und jetzt würde ich erstmal sagen, wir gehen aber erstmal noch kurz eine Runde an den Boxball, um unsere Sachen wiederherzustellen. Das ist ja immer der wichtigste Aspekt, dass wir hier erstmal unsere Punkte wiederherstellen. Und jetzt ist ja erstmal Fokus Liga und Training, würde ich sagen. Ne? Also Liga und Training ist gerade unser Fokus. Und natürlich, dass wir die Punkte jetzt hier hochballern, dass wir hier den auf 30 halt irgendwann mal ziehen. So, Anmeldung ist jetzt verfügbar. Ich werde trotzdem versuchen, gegen Kuma zu kämpfen. Oder wir machen nochmal gegen Breeds und können uns nochmal weiter trainieren. Wir werden nur 283 und hier bezahlen wir 214. Ich werde trotzdem gegen Kuma mal versuchen. Das ist mein Ziel. Der nächste Kampf gegen den. Ich will einfach so, dass wir in der Liga aufsteigen können, um da voranzukommen. So, wir haben Hunger, sagt er. Wir haben 3300. Wir bezahlen immer doppelt. Kann das sein? So, jetzt gehst du erstmal pennen. Ich glaube, dann ist sowieso erstmal wieder vorbei. In 50 Minuten ist es soweit. Okay, gut. Ja, gut, warte mal. Kann ich hier nochmal reinbopsen? Dann habe ich noch 35 Minuten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ran. Das Schöne ist automatisch, dass wir jetzt drin sind. Fitnessstudio-Training verfügbar. So. Hey, Sensei, lass es uns loslegen. Na klar, machen wir sofort. Erstmal quaggeln da irgendwie wieder ein bisschen. So, jetzt wollte ich mal gucken. Wie sieht es denn hier aus? Habe ich jetzt irgendwas? Nee, habe ich noch gar nichts weiter. Ich frage mich, ob wann ich hier wieder aufpushen kann. Weil mir fehlt diese plus 25%. Ja, dann würde ich sagen, wir machen Training.
Kommt, meine Jungs, ab hin mit euch. Wir machen jetzt einfach das Training halt durch, das ist das Sinnvollste. Wir müssen halt nur gucken, dass wir gleich dann so, ich glaube, noch dreimal quatschen wir eine Runde kurz. So, jetzt gehen wir wieder eine Runde kurz quatschen. Dass wir die wieder halt hochziehen und dann wieder weiter trainieren. Ich weiß aber auch immer noch nicht, was halt das Beste wirklich dabei ist, ne? Also du musst halt den auf jeden Fall weit oben halten, das ist immer ganz wichtig. Jetzt macht er soweit. Jetzt können wir noch mal ganz kurz quackeln. Nee, warte, stopp, stopp, stopp. Und jetzt gehen wir natürlich kurz hier rein. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen ganz kurz. Stopp, 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 stopp. Doch, 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 doch. Da rein, da rein. Wir nehmen den, wir nehmen den. Na komm, machst du noch den rein. Jetzt wartet kurz, Jungs. Haltet die Zeit an. Ich bin gleich wieder da. Und wir brauchen zweimal Limo, bitte, mein Kleiner. Gib mir mal zweimal Limo. Um den höchstmöglichen Punkt daraus zu holen, weil wir machen uns glücklich. Training macht uns komischerweise irgendwie unglücklich, aber würde ich mich halt voll freuen, den zu sehen, wie sie sich dazu finden und immer stärker werden. So, meine Freunde. Ja, los, kommt, lasst uns noch mal rangehen. Vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen was rein. Ah, es geht ganz knapp daneben. Wir sind aber auf 480. Also auf 480 kommen wir schon. Wir lassen den unbedingt, den lassen schon ein bisschen da. Vielleicht sollen wir wirklich dann noch mal mit dem hier versuchen. Gucken wir mal. Aber Geld haben wir. Ja, Geld haben wir, ne? Ja, gut. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt weiter? Ein Polizeidienst ist out. So, das ist das Nächste. Wir müssen jetzt hier... Ich wundere mich, dass es hier nicht nochmal was gibt. Ist der noch da? Der Dude? Der ist nur von 9 bis 18 Uhr. Okay, dann müssen wir morgen mal hingehen zu ihm. Mal gucken, ob der irgendwas uns erzählen kann noch. Ne? Also mal gucken, ob wir da noch irgendwas kriegen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt nochmal auf die Ausdauerpunkte zu kommen. Und dann wird es heftig, weil wir dann nämlich gegen den anderen Typen nämlich ran müssen. Gegen diese Fleischdödel mit dieser Pflanzenfresserform, wo du halt natürlich den Schaden halt voll reinballerst. Ich liebe dieses Training. So, dann gehen wir mal was schnabulinsken. Ist halt immer meistens das, ist das, ja, du hast halt in der Regel fast dauerhaft dasselbe Ding, was du hier erledigen musst. Ist halt normal. Wir könnten auch jetzt nur über das Essen gehen, könnten mal richtig gut Geld ausgeben, dann hätten wir das noch ein bisschen besser gemacht. Dann würden wir von der Time her das nochmal ein bisschen fixen. So, ab um 9 ist er ja da, sagt er. So, hier wieder ran, hallo, daran, genau. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal jetzt ganz kurz zu Onkel Barrys Büro. Hey, ist eigentlich irgendwas? Haben wir irgendwo wieder das? Hey, ich bin Onkel Barry und ich bin stinkreich. Okay. Ansonsten hast du wirklich nirgends so mehr was, ne? Also hier hätten wir noch eine Möglichkeit, das Ding auszugleichen, weil wir nochmal gegen den kämpfen könnten. Wollen wir mal kurz... Ne, wobei, Mama jetzt zuhören wäre doof. Mama jetzt zuhören wäre doof, weil Mama hat er ja hier hinten, ne? Also die würde jetzt hier uns erstmal weiter was quackeln. Das bringt uns gerade gar nichts. Hier wundere ich mich, dass ich nichts wegen der mysteriösen Stimme habe. Dann müssen wir mal gucken. Gleich wieder da. So, dann wollen wir mal weitermachen. Okay, also die Mama besuchen wäre jetzt erstmal nicht so gut, hat man ja festgestellt, ne? Also wir können jetzt eigentlich wirklich nur erstmal... Ja, ich finde hier halt dann die weiteren Dinger nicht. Mysteriöse Stimme und die klassischste Sache in seinem Leben. Da finde ich jetzt auch gerade irgendwie nichts. Das bin ich jetzt auch gerade ein bisschen verwundert. Hast du noch irgendwas da? Ne, wir könnten nur noch mal einen Film ansehen. Mehr haben wir nicht. Ja. Ja. Mehr ist wirklich nichts zu tun, wa? Das nächste ist jetzt halt, dass wir noch dort was zu machen haben. Wir könnten ja noch mal kurz hier vorbeigehen. Der noch irgendwas zu sagen hat? Wachtmeister. Hallo, ich habe gute Nachrichten. Es gibt nichts mehr zu sagen, Wachtmeister. Du hast die Polizeiuniform mit Verbindung zu einem illegalen Element namens Mick befleckt. Und jetzt könnt ihr beide in dieser alten Turnhalle vergammeln, bis wir sie zumachen. Gib deine Dienstmarke ab und verabschiede dich von all deinen Privilegien. Du bist kein Polizist mehr.
Hey, Holoko, was los? Wir waren doch Freunde. Wen sehe ich denn da? Einen gescheiterten Polizisten. Leider ist deine Chance, zur Polizei zu gehören, schon lange vorbei. Ich wollte das sowieso nie wirklich. Anstatt Polizist zu werden, hast du dich entschieden, Kindertrainer zu werden. Na gut. Ja. Okay, enttäuscht. Selbst Hologramme können also enttäuscht sein. Ja, haben wir jetzt schon mal festgestellt. Gut. Wenn wir jetzt da nichts mehr weiter zu tun haben, ist jetzt wirklich eigentlich... Ja, wir sind jetzt wirklich dabei, dass wir hauptsächlich versuchen müssen, unsere Punkte hier hoch zu trainieren. Dadurch haben wir das Schöne, dass wir haben ja die vier Elemente dafür gut zum Nutzen, wo wir einfach nur das trainieren, was wir brauchen. Guck mal, gibt es von dem denn nicht auch nochmal eine Variation? Müsste doch noch eine Variation geben, oder? Nee, das hier ist mehr Ausdauertraining, ne? Deswegen kamen wir hier so gut voran. Stimmt. Stimmt. So, was haben wir denn hier noch? Schleimmittagessen. Ballern wir mal kurz hoch. Und dann gehen wir eine Runde Schnackeli-Schnack-Schnacken. Und dann geht's schon langsam in den Kampf, meine Freunde. Hier geht's jetzt schon in den Kampf. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall nochmal ein monströser Gegner jetzt gleich, den wir haben. Wir kämpfen heute nämlich gegen Kumar. Kumar ist uns weit überlegen, was Stärke angeht. Wir müssen halt auf jeden Fall durchgehen. Warte mal. Erhöht den Schaden um 15%, wenn der Gegner nicht blockt oder ausweicht. Wir müssen ihm seine Energie halt herunterziehen. Und er blockt ja in dem Sinne nicht, ne? Er blockt ja nicht. 0 plus 20%, okay. Angriff. Geblockte Angriffe kosten 25% weniger Fleischflummi. So, und hier haut er mir halt natürlich volle Kanne rein. Also im Endeffekt ist es hier sogar sinnvoll. Warte mal, wir haben ja jetzt einen schönen neuen, den Otosigari. Mawashigari. Und dann sollten wir trotzdem... Vielleicht gehen wir mal zweimal in den Mawashigari rein, ne? Wenn wir zweimal den gehen. Wir hauen halt so gut wie möglich jetzt erstmal Schaden halt raus. Kostet uns aber auch schon 7 Points davon. Genau, dann gehen wir hier auf Zurückfallen, dass wir auch nochmal Schaden reflektieren. Noch 25% des Schadens. Hans, wenn du einen Angriff verliert der Gegner eine Initiative. Rhythmusbrecher verringert die gegnerische Energie. Und wir hauen dann volle Kanne rein. Das sind so die beiden Sachen, die wir machen sollten. Okay, wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen halt volle Kanne durch. Wir müssen volle Kanne durch. Was hat denn der Schmerzschock? Gegner mit geringerer Stärke allein 10% mehr Schaden. Natürlich haben wir geringere Stärke als er. Bringt die Wirksamkeit von gegnerischen Blöcken. Gegner gibt mehr Energie für Blöcke aus, da wir keine Blöcke haben. Und den unverteidigten Schaden. Okay, ja, wir müssen jetzt halt einfach volle Kanne durchbapsen, ne? So. Der Ball hat natürlich richtig Damage raus, was natürlich richtig heftig ist. So. Ja! Aber das ist wirklich so ein, ich gebe ihm einen Schlag, er gibt mir einen Schlag, Ding. Das ist wirklich so, bam, bam. Aber das ist für uns mit unserer Skillung der leichteste Gegner, einfach weil du halt durchziehen kannst. Und wir haben halt auch wirklich gut durchgezogen in der ersten Runde. Hey, Champion! Ich habe gerade deinen Kampf gesehen und ich habe eine ernste Frage. Hm? Ist es überhaupt legal, so cool zu sein? Entspann dich, du bist eine Siegesmaschine. Diesen Erfolg müssen wir feiern. Eine weitere Ladung Donuts wären jetzt genau das Richtige, meinst du nicht? Oh, warum nicht? Ich hatte auch Lust drauf. Ah, das tut so gut, wa? Oh ja, das ist gut. Ich rieche eine Party. Warte mal, ist da hinten nicht gerade wie bei Watchmen der rausgefallen? Mach sie fertig, Tiger! Also mach sie nicht wirklich fertig. Bring sie einfach her. Hol die Donuts bei Apu. Guck mal, ist da nicht gerade einer so rausgeflogen? Wie bei Watchmen? Mache ja viele Anspielungen jetzt ja schon mit Schach. Da hast du den Spider-Man und hier hast du doch einen, der aus dem Fenster herausgeflogen ist, ne? So, meine Freunde, wir haben den nächsten Kampf gewonnen. Wir haben den nächsten Kampf gewonnen. Wir sind wieder eine Leiter hochgestiegen. Wir sind jetzt auf Platz 3, meine Freunde. Aber jetzt wird es schwierig, denn das ist unser Hauptgegner. Mit dem haben wir am meisten Probleme immer gehabt. Durch diesen verdammten Block. Mit einer Chance auf einen erfolgreichen Block. Genau, das sind die, die wir am heftigsten haben.
den müssen wir gegen Blocken spielen, glaube ich. Der Block war aber, wobei wir hiermit eigentlich auch gute Karten hatten. Ja, ja. Wobei ich glaube, gegen den war der hier gut, ne? Verringert die Wirksamkeit gegnerischer Blöcke, verringert die Chance, dass der Gegner blockt. Und wenn du in den Seilen hängst, stößt du deinen Gegner zurück. Genau, da wollten wir doch, glaube ich, warte mal, wollten wir da nicht reingehen? Genau, siehst du, hol die Donuts. Ich wusste doch, da ist noch was. Vielleicht kommen wir dann hier nämlich jetzt auch weiter. Sehr gut, 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 sehr gut. So, was haben wir denn noch hier so Feines? Jetzt genau, jetzt haben wir die Entschlag, der effektiv des gegnerischen Blocks wird um 30% reduziert. Genau, den müssen wir mit reinnehmen. Ganz wichtig. Jede Chance, 3% maximal in der Griff seines Gegners auszuschalten. Ein Finger direkt zwischen die Rippe. Gute Chance, dass du noch mal ausweichen. Du weißt, du hast deine Chancen auf eine erfolgreiche Aufsehen erheblich. Wo müssen wir dann eigentlich noch wirklich hin? Wir haben jetzt eigentlich sonst gar keinen, wo wir wirklich noch hingehen können. Den stärksten Attacke haben wir ja schon in dem Sinne. Schutz umgehen. Punktierte Lunge. Nachbilder. Nachbilder. Gute Chancen, dass du ausweichst. Kehre nach dem Ausweichen zurück. Aber wir haben doch jetzt, wir kämpfen gerade mit... Warte mal, mit welchem kämpfen wir denn gerade? Ich bin jetzt gerade immer noch verwirrt. Ich muss immer noch ein bisschen hin und her gucken. Wir kämpfen gerade... Warte mal, wir sind mit dem hier gehen wir gerade die ganze Zeit, ne? Ich hätte Kreuz nehmen müssen. Ich kann auch Kreuz schon nutzen, statt zurückfallen. Ich würde den Nachbilder gerne mit reinnehmen. Und dann können wir dann das nächste hier dann weitergehen. Ich glaube... Da dann rein, ne? Der ist eigentlich gar nicht schlecht. Mit 13, 15 hätten wir nochmal eine gute Kombi. Puh, wo ich glaube, wir haben schon sehr gut ausgedehnte Punkte. So, pass mal auf. Wichtigste ist erstmal, wir rollen jetzt erstmal unsere Lebenspunkte wieder her. Und dann gehen wir zu Apu. Sehr gut. So, jetzt können wir ja, weil es jetzt nicht anders geht. Warte mal, wir brauchen noch nicht gleich zu Apu überraschen. Wir machen es anders. Wir ruhen uns nochmal mit einem Nickerchen lieber aus, damit wir jetzt da nicht zu schnell investieren. Aber hey Leute, wir haben den Kampf gegen den gewonnen. Der nächste wird jetzt wieder natürlich ein ganz schöner, krasser Gegner werden. Weil der uns gut heftig reinballert. So, na dann würde ich sagen, nee, Silvers Fitnessstudio brauchen wir nicht. Auf zu Apus Laden. Höhere Widerstand. Schnapp dir so viele Muscheln, wie du tragen kannst. Wenn du wegkommst, meine Ware, glänzende Bastarde. Halt mal, du armloser Kapitalist. Ja, oder wir schütten der Mayonnaise ins Glas. Ja, oder Ketchup. Was denn? Schmeckt dafür besser. Brauchst du Hilfe, Apu? Ja, bitte schnell, versteck die Mayonnaise. Hä? Oh, wenn du mich vergisst, du bist ja ein super Kämpfer. Was erwartest du denn noch? Tritt ihn in ihre Alufolienärche. Nein, euch Bruder. Wenn ihm im Namen des Blutwiderstands Blut vergossen werden muss, dann soll es wohl so sein. So, was haben wir dann? Oh shit, wir haben gar nicht regeneriert, meine Freunde. Wir haben nicht regeneriert. Ich würde dann auch gerne, das ist so, was du als letztes gemacht hast, aber ich würde gerne vielleicht irgendeine Möglichkeit, wo wir nicht zu hohe Kosten jetzt erstmal haben von unserem Dings. 398, 912, 987. Der ist zwar stärker, aber der kostet mich insgesamt weniger. Der 1214, 67, 15, 15, 17. Naja, Mist. Kostet mich immer alles meine Punkte. Dann würde ich aber runtergehen auf den hier. Und dann machen wir lieber zweimal so. Zurückfallen ist ja ganz cool, aber wir können ja mal mit Kreuz versuchen. So, und der hat halt auch viel mit Ausweichen, ne? Nur mit der Sie das schon können, dass dies lesen. So schnell sind wir schon wieder gut und verringert die Chance des Gegners ausweichen und zu blocken. Schützt vor 5G-Strahlen und reduziert den Schaden gegen gegnerische Angriffe.
Der Anzug besteht aus so viel Folie, dass er den Schaden reduziert, wenn du umgeworfen wirst. So, Fäuste des Zorns. Wir machen das und das. So, komm, gehen wir mal rein, dann schauen wir mal, ob das was bringt. Ja, der hat dauerhaft ausweichen. Zumindest kommt er nicht wieder rein. Sehr schön. Jetzt kannst du einmal richtig schön durchlangen. So, und da er in der Ecke steht, war es das. Sehr gut. Nummer 1 erledigt. Schließen. Ah, ich habe schon eine Falle verborgen. Oh oh. Aber ist noch schön, meine Brüder sind bereits geflogen. Ja, wollte ich mit Widerstand niemals aufhalten. Happy Cheeks. Kann mir jemand sagen, was hier los ist? Sag's dir, ich wurde ausgeraubt. Das ist ja los. Zum Glück haben diese Idioten ein paar Muscheln und eine Packung M&M's mitgenommen. Wozu brauchen die überhaupt Muscheln? Und warum verkaufst du sie überhaupt hier? Bist du irgendwie aus dem Weltraum hier runtergefallen oder was? Muscheln haben schon vor Jahrzehnten das Toilettenpapier ersetzt. Au! Hä? Aber wie? Frag mich nicht, ich habe meinen Körper schon lange verloren. Also gut, ich sollte sie suchen und herausfinden, was hier los ist. So, warte mal, wie sieht denn das jetzt hier aus? Was ist jetzt hier? Ach, guck mal, da geht's gar nicht weiter, sondern hier geht's jetzt weiter. Okay, hier bleibt es erstmal noch weg. Interessant. Ab in die Kanalisation, meine Freunde, würde ich sagen. Wir können aber erstmal eine Kaffeedose uns gönnen, würde ich sagen. Wir gönnen uns einfach mal fix eine Kaffeedose. Und dann huschen wir mal ganz kurz zu Bobo rüber. Finde ich cool einfach, dass wir da noch mal ein bisschen weiterspielen, dass wir wirklich das Ding so weit ausspielen. Und wir haben eigentlich nur einen Strang, den wir nicht gemacht haben. So, kannst du mir nochmal zweimal den, einmal den. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Kanalisation und dann gucken wir mal rein, von welcher Seite aus es sinnvoller ist, loszulaufen. So, warte mal, wir haben jetzt hier. Okay, von da ist schon ganz gut. Wir können jetzt bis dahin laufen, kostet mich 12 Energie. Hier geht es aber auch gar nicht mehr weiter, wa? Okay. Gehen wir mal nach da. Kommen wir von da aus weiter? Hier kommen wir auch nicht weiter. Hä? Das ist interessant. Müssen wir vielleicht jetzt den Weg so laufen, wie wir die anderen damals gefunden haben? Einstein didn't chill himself. Okay. Gut, das ist amüsant, muss ich jetzt mal sagen. 8 Stunden 35 haben wir noch. 8 Stunden, also kostet mich immer 10 Minuten durch die Dinge halt zu gehen. It's dry, it's my brain. Toilet paper. Hier kommen wir jetzt gerade aber nicht rein. Okay. Anmeldungen sind jetzt verfügbar. Meinte, wir wollten das trotzdem gegen Harold versuchen? Meinte, wir hätten eine Chance? Oder wir sollten mal nochmal einen Kampf gegen den unter uns machen, um den Dritten ein bisschen zu festigen? Wobei, ich würde das schon gerne versuchen. Wir versuchen es einfach mal. Hä, aber ich bin noch... Kann es sein, dass die hier jetzt sitzen? Hier ist ja der Dings jetzt. Hier komme ich jetzt nicht lang. Na gut, wir versuchen jetzt mal da in die Richtung durchzugehen. Schauen wir mal. Wenn nicht, fahren wir erstmal dann zum Training. Wir waren noch mal was? Es ist echt unheimlich hier. Ja, okay. Das ist so... Warte mal, stopp. Ja, doch, ist richtig. Das ist so eine Hommage, glaube ich, an S. Kann das sein? Pizzakarton, ja, das ist... Es gibt nur noch Schleim. Okay. Ich habe echt keinen Plan, wo die jetzt sind, ne? Also, ist ja normal. Okay, da geht's aber auch noch nicht weiter. Nun, Chakos. Guck mal, da ist das Trainingsding. So, hier geht's dann zu denen runter. Zu dem Typen. Jetzt können wir aber mal nach da noch gehen, nach oben. Ich muss nur aufpassen, ich habe weniger Energie dabei. So, dann gehen wir da noch mal rein. Dann gucken wir mal, ob die da oben jetzt stehen, die beiden.
So, wir können jetzt einmal in die und einmal in die Richtung. Die Cairns. Ich glaube, das ist von Fallout 3 mit den Cairns. Lost. Hier ist auch keiner. Wo sind die denn? Huh? Ich bin jetzt alles abgelaufen. Fallout. Geil. Das ist leichter. Das ist das. Die Cairns ist von Fallout 3. Von Fallout New Vegas. Sag ich doch. Und das war jetzt von Fallout 3 und 4, kann man sagen. Hier ist auch keiner mehr. Okay. Machen wir mal schnell so. Und dann gönnen wir uns erstmal hier kurz so einen Schneckensmus, damit wir uns wieder voll aufballern. Wo hast du hier? Ne, du hast niemanden gesehen, ne? Okay, vielleicht müssen wir über die Kanalisation so reingehen. Ah, doch. Oh, hallo, du kommst gerade rechtzeitig. Warum tauchst du seit 20 Jahren keine Register mehr auf? Du bist ganz schön direkt mit deinen Fragen. Oh, das ist die Dame. Ich habe das Haus bis vor kurzem nicht wirklich verlassen. Meine Mutter ist ziemlich überfürsorglich. Ah doch, das ist, nee, der andere. 20 Jahre lang? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Retrofilme geguckt, ich habe viel trainiert, ich bin gut im Jonglieren. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten. Oh, du hast ja was gelernt? Ja, ich habe Juliet gesehen. Wo ist sie? Geht ihr gut? Sie ist jetzt ein Hologramm. Sie scheint sich ja nicht zu erinnern. Verdammt! Sie haben mir eine Gehirnwäsche verpasst. Jetzt ist der Widerstand in Gefahr. Sagst du der Widerstand? Komm rein. Hä? Ja, was denn? Ich bin gerade in der Kanalisation und verfolge ein paar Typen vom Widerstand. Sie haben sich Alu-Anzüge gebastelt und Muscheln aus dem Laden gestohlen. Sind das deine Kollegen? Was? Nein. Warum sollten wir Alu-Anzüge tragen? Keine Ahnung, vielleicht zum Schutz vor den 5G-Türmen? Aber warum sollten wir vor den 5G-Türmen geschützt werden? Weil sie giftiges WLAN verbreiten? Das ist Unsinn. Von wem auch immer du sprichst, der hat nichts mit uns zu tun. Das werden wir sehen. Bleib am Telefon. Ah, nochmal, das ist kein Telefon. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Na, wir sollten uns beeilen, Tyler wird sich freuen. Hey Leute, wer ist Tyler? Verdammt, wir konnten ihn uns einholen. Wie kommen wir hier wieder weg raus? Ich sagte, Tyler. Wetterversuch. Sind diese Jungs deine Freunde? Oh nein, wir benutzen böse WLAN. Keine Ahnung, wer diese Idioten sind. Also. Halt ihn auf, bevor wir uns jetzt alle verderben stürzt. Ich gehe und warne Tyler. Okay, wir haben jetzt also nochmal einen Kampf gegen den nächsten. Aber Moment, gleich wieder da. Muss man wieder ganz kurz was erledigen. Na, bin ich immer gespannt, was wir da jetzt herauskriegen. Gut, der ist jetzt nicht wirklich weit hochtrainiert. Das ist halt schon. Aber wir gucken mal, was wir jetzt hier wieder alles aufbauen müssen, ne? Na, los, komm. Gucken wir mal, ob das was bringt. Okay, der hat jetzt geblockt. Okay, der ist jetzt viel im Blockbereich, ne? Verliert auch ziemlich viel Ausdauer. Boah, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, in die zweite Runde reinzugehen. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt in die zweite Runde reingehen, da will ich jetzt nicht, wo haben wir denn den da jetzt da? Schlag gegen den Kopf. Genau, wir nehmen jetzt einfach nur den Schlag kurz rein, weil ich jetzt kurz die rausnehmen möchte. Hä? Ach so, Kreuz hat er gerade noch. Dann machst du jetzt 1000 Winde ein, 1000 Einwinde und damit kommen wir den, heben wir uns den auf, weil wir sind eh jetzt gerade dran, ne? Bumm. Fertig. So, nächste. Buff, guck mal, wir kriegen sogar ein paar Minipunkte. Und jetzt haben wir hier mal Wäsche Geri ein bisschen reingemacht. Den Schlag haben wir noch ein bisschen aufgewertet. Wer ist Tyler? Wie kann ich ihn finden? Ich werde dir nicht verraten, du Wifi-Nutzer. Dann muss ich dir halt den Alufolienhut abnehmen. Nein, bitte alles andere als das. Den Gang runter und dann rechts die rücksichtslose Abschaum. Nicht sehr geheime Basis. Das ist ein Geist. Habt ihr gesehen? Das ist nur ein Beigeist. Hey, du siehst aus wie der größte Kerl hier. Bist du Tyler? Warum macht ihr das alles? Was ist denn das? Balken? Ach, das hängt genau davon ab, was du genau meinst. Ist das echt? Das ist doch der Trailer von dem Dings da hinten. Von Niemand spricht über den Fight Club. Oh, wer ist denn das? Hallöchen.
Ja, die braten riesengroße Ratten. Erzeugen hier irgendwie Strom. Warum klaut ihr Muscheln? Das ist doch offensichtlich, um Menschen am Kacken zu hindern. Und warum glaubt ihr solchen Quatsch und lebt in der Kanalisation? Die eigentliche Frage ist, ist nicht alles, was du glaubst, auch irgendwie absoluter Unsinn? Warum trägt ihr Kostüme aus Alufolie? Nein, das hat nichts mit mir zu tun. Das haben sich die Jungs selbst ausgedacht. Und die sehen ziemlich toll aus, oder? Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich verstehe, was hier vor sich geht. Warum müssen die Leute immer alles verstehen? Es ist eine verrückte Welt. Die Polizei denkt nur an sich selbst. Tiere regieren die Welt und wir essen Schleim zum Mittagessen. Warum haben wir nicht einfach Spaß? Warte mal, ihr macht das alles nur zum Spaß? Genau. Aber warum nennt ihr euch den Widerstand? Eigentlich ist das der Fake-Widerstand. Der war zu lange, immer den ganzen Namen auszusprechen. Also nennen die Jungs ihn einfach den Widerstand. Ja, Widerstand. Hurra! Ja, Widerstand. Ah, die anderen Finalisten waren die Pony-Söhne und die Warheads. Aus irgendeinem Grund entschieden wir uns für den Fake-Widerstand. Ich glaube, meinte, das sei, wie war das noch gleich? Postmodern. Postmodern, juhu, ja, yeah, hurra! Also, ich verstehe immer noch nicht, was hier los ist. Aber ich habe herausgefunden, dass das auch egal ist. Wow, du machst gerade alte Fortschritte. Ha, möchtest du den Aluhut anprobieren? Nein, danke, mir geht's gut. Aber ich brauche noch diese Muscheln. Oh, kein Problem, du kannst sie haben. Toll. Die sind überall in der Stadt verstreut. Die Jungs haben die Weise weggeworfen, als sie vor dir geflohen sind. Oh, Leute. Und denk dran. Hä? Ja? Was? Was? Ah. Nicht Idioten, nur Postmodernisierte. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du nichts mit diesem Typen zu tun hast. Habe ich dir doch gesagt. Oh, wer bist du dann? Ich weiß immer noch nicht, ob ich dir vertrauen kann. Vielleicht beim nächsten Mal. Over and out. Ja, gut. So, warte mal. Wir sind jetzt hier, da, dort, da. Muschelkisten in der Stadt. Na, wunderbar. Verdammte Axt. Also ist jetzt hier eigentlich wirklich nur noch... Warte mal, aber ich würde gerne mit der einen da quatschen. Ich finde den Stil halt cool, den sie da hat. Ich finde den Stil cool. Das erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Guck mal, wir könnten doch hier einfach rausgehen, oder? Tyler, erst wenn wir alles verloren haben, sind wir wirklich frei, dumme Dinge zu tun. Und die Idioten sind auch wieder weg. Okay, gut. Wie komme ich jetzt hier raus? Ach so, ich muss auf den Pfeil klicken. Ja klar, man muss auf den Pfeil klicken, meine Freunde. So, warte mal, wie haben wir es denn jetzt? Jetzt stehen wir hier hinten, wa? Aber da ist ja auch noch ein Weg frei. Wenn ich das jetzt mache, kostet mich das 3 Stunden 45? Dann sind wir fast am Trainieren. Nee, dann bleiben wir dort und wir kriegen nur das raus. Ah, gut. So, pass mal auf. Was wir jetzt machen könnten, das wäre eigentlich eine ganz gute Sache, dass wir das mal so ein bisschen reinbupsen, darin bupsen. So, wir gehen zu Bobo und dann können wir hier mal durch die ganze Stadt einfach nochmal tingeln. Na, wobei, wir sind schon bei 38 Minuten, meine Freunde. Guck mal da, Muscheln. Flumm. Verlorene Muscheln. Ah, Zivilist, ich brauche mehr Informationen über dich. Kannst du mich hören? Ja, ich bin hier. Was willst du wissen? Warum verbringst du deine Zeit damit, Leute in einer alten Turnhalle zu trainieren? Oh, ich will meinen Vater finden. Ist er schon so lange weg? Seit vor meiner Geburt, ich habe ihn noch nie gesehen. Oh, tut mir leid, das zu hören. Vielleicht ist es dumm, aber ich bin mir sicher, dass ich ihn noch finden kann. Aber mal gucken, ob wir jetzt das mal mit reinkriegen. Wir machen hier so ein das mit rein. Dann können wir nämlich hier einfach mal, kleiner Radatsch, kurz zum alten Haus. Ja, gucken wir jetzt, wo wir noch so die alten Muscheln alle finden. Das wäre halt ideal. Hast du hier vielleicht noch irgendwo alte Muscheln? Nee, wäre ja auch zu schön gewesen, wenn hier noch alte Muscheln herumliegen würden. Mit Mama müssen wir eigentlich auch noch reden. Mit Mama müssen wir eigentlich auch noch reden. So, bei Henrys Haus mal gucken. Hast du hier irgendwo? Ja, guck mal, da hast du eine alte Muscheln. Hä? Ah, du warst also schon immer sportlich? Naja, ich wollte nur stark genug sein, meine Mutter zu beschützen. Wovor? Vor allem, vor Leuten wie Tyler zum Beispiel. Also quatschen wir jetzt die ganze Zeit mit denen. Warte mal, verlassenes Haus. Gehen wir mal gleich. Oh nein, wir können nicht ins Stadtghetto gehen. Verlorene Muschel. Was immer mehr über deine Kindheit? Nun ja, das meiste davon spielt sich in der Garage ab. Wirklich? Da haben wir was gemeinsam. Traumlabor? Ich glaube, wir werden jetzt noch nicht alles sammeln. Wir sammeln jetzt nur so ein bisschen was auf. Du kannst mich auch was fragen, das ist nur fair. Warum bist du im Widerstand? Es wird wie ein Klischee klingen. Das hören.
Ich bin getrieben von dem Wunsch, die Welt zu verbessern. Das machte mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Das ist so gruselig. Okay. Silvers Fitnessstudio hat jetzt zu. Na, da können wir jetzt nichts machen. Warte mal, die Brücke könnten wir gehen, weil die hat ja nur in der Nacht offen. Wir können jetzt mal die Dinge absuchen, die nämlich in der Nacht offen sind. Da, guck mal da. Und was denkst du, wie das funktionieren wird? Was? Die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ich weiß nicht, vielleicht mit genug Leidenschaft, Zuversicht und Vertrauen. Sagt die Person, die mir immer noch nicht ihren Namen verraten hat. Oh, richtig, Entschuldigung. Ich bin Carla. Schön, dich kennenzulernen, Carla. Aha, wir haben also jetzt Carla. Warte mal, Schrottplatz, da können wir auch schon mal hin. Und was denkst du, wie das funktionieren wird? Das kann ich dir im Moment nicht sagen. Warst du nicht diejenige, die über Vertrauen gesprochen hat? Es tut mir leid, aber die Zeit reif ist, kannst du für uns vielleicht helfen. Fürs Erste kannst du zurück zu Apu gehen. Du hast ja schon 6 Kisten mit Muscheln gefunden. Stimmt. So, okay, also wir können dann die Muscheln da wieder abgeben. Dann sind wir, glaube ich, mit dem... Naja, nee, lassen wir mal noch. Wir behalten es jetzt erstmal da. Wir haben jetzt bei Training... da haben wir jetzt auch... Warte mal, können wir trotzdem nochmal eine Muschelkiste suchen? Ich gehe nur mal kurz rein, falls dann... Dann sind wir nämlich die Nachtdinger mal dann schon durch. Nehmen wir nochmal mit. Verlorene Muscheln. Wir müssen ja im Endeffekt ja alle Muscheln dann holen, ne? Eigentlich musst du ja alle Muschelkisten dann holen. Du hast ja nicht nur die eine Kiste und dann die andere nicht, sondern du nimmst dann alle Kisten. Vielleicht machen wir das jetzt auch einfach, dass wir schon alle Muschelkisten mitnehmen. So, wir fahren nochmal kurz ins Leberbüro und dann machen wir aber erstmal Feierabend. Das machen wir dann in der nächsten Folge weiter, dass wir die restlichen Muschelkisten suchen. Dann steht ja unser Training noch an, danach steht unser Kämpfler noch an. Also da haben wir schon einiges noch zu tun, wisst ihr, wie ich meine? Und von daher können wir das dann auch so machen. Also würde ich sagen, wir fahren jetzt zum Mixer Alters Haus. Machen dann hier dann das nächste Training dann weiter und dann schauen wir mal, was da noch kommt. Wir haben auch noch eine Kassette, glaube ich, offen von Mick. Kommt jetzt aber noch nicht. Okay, dann war es aber für heute erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommt jetzt mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir weiter auf Muschel suchen, machen Training und wir machen das Kämpfle, denn wir müssen ja hier noch auf Platz 1 hoch, damit wir in die nächste Liga aufsteigen, damit wir die Geschichte weiter vorantreiben. Also erstmal gegen Harold, gegen Chappie hätten war nochmal eine gute Karte, wo Chappie fängt nochmal mit einem Kampfstil an, der doch ganz anders wird, muss ich sagen. Schaden, dem du nicht versuchst auszuweichen, stellt 3% stellt 3 Energie wieder her. Also da wird es auch nochmal interessant. Das wird nochmal ein richtig heftiger Kampf, meine Freunde. Der wird richtig übel werden. Der haut rein wie Schmitz Katze. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.